Hallo Leute, ja, wir sind hier in Jena, der größten Stadt in Simotrans Comic Park bei uns im Kanal. Wir hatten letztes Mal schon angefangen zu optimieren. Ich hatte vorhin einmal nachgedacht darüber, wie können wir das hier verbessern. Wir haben hier so viele Leute stehen sozusagen an diesem Bahnhof und meine Idee war, wir können das ja auch so machen. Wir haben ja hier unten noch einen Zug stehen, der nur eine ganz kleine Strecke fährt, nämlich von Bad Zwischenahn nach Gütersloh. Der kann ja genauso gut von Bad Zwischenahn über Gütersloh nach Lüneburg fahren und zur Burg. Und der Gütersloher kann nach Brandenburg und dann nach Köln fahren. Dann haben wir das hier. Diese Strecke unten ist ziemlich lang. Da würde ich das dann mit einem Zug wirklich belassen, weil der fährt ja hinten noch zur Burg und auch noch zum Hafen. Das ist dann schon okay. Dann würde ich jetzt mal die Strecke optimieren, indem ich Gütersloh, Rathaus, einkürze die Linie, also die von Köln über Neubrandenburg, Gütersloh nach Lüneburg fährt, die kürze ich ein und auch noch zur Burg fährt die auch noch und nehme dann die Bad Zwischenahner, die dann darüber fährt. Das, denke ich, macht Sinn. Da werden wir mal nach dem Intro gucken, wie es da weitergeht. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Bad Zwischenahner länger, damit uns nicht vielleicht Fahrgäste abspringen, weil das könnte nämlich dann passieren sonst. Da gehen wir mal hier auf Zwischenahn-Gütersloh. Das wird jetzt verändert. Der fährt jetzt tatsächlich mit 8 Passagieren. Der hat nämlich hier unten so irgendwie eine 10%-Geschichte drin. Die müssen wir dann überlegen, ob wir die beibehalten oder nicht. Macht vielleicht nicht unbedingt Sinn, aber wir werden gucken, wie es weitergeht. Gütersloh, Bad Zwischenahn-Rathaus. Dann soll er wieder nach Gütersloh fahren. Und wenn er in Gütersloh ist, fährt er danach nach Lüneburg. Und von Lüneburg fährt er dann noch zur Burg. Und wenn er in der Burg war, fährt er wieder nach Lüneburg. Und von Lüneburg-Rathaus fährt er wieder nach Gütersloh. Dann passt die Linie jetzt hier. Und warte auf Mindestbeladung in Bad Zwischenahn. Aber ich glaube, das nehmen wir wohl da besser raus. Das macht da keinen Sinn. Das sind noch 20%. Das machen wir da nicht. Wenn, nee, das bringt jetzt, glaube ich, nichts, nicht an dem Ort, wenn. Weil sonst steht der da ewig, weil da keiner hin will. So, der ist erledigt. Der wartet jetzt tatsächlich auch hier auf freie Fahrt. Mal gucken, wann er das schon annimmt. Und ja, der nächste, der erste fährt jetzt hier noch lang. Das ist nämlich einer, der jetzt von Gütersloh weiterfährt. Das heißt, das ist hier ein schöner Umsteigebahnhof dann Gütersloh. Da muss man dann überlegen, ob das dann so mit der Ausarbeitung des Bahnhofs so passt, ne? Vielleicht muss man denn auch mehr gleisig machen dann. Ja, weiß ich noch nicht. Das werden wir schauen. Ja, man könnte denn das auch hier vorne. Ja, wir können auch den, da hier die Bushaltestelle sitzt, können wir auch hier den Halt hinzaubern. Ich glaube, das machen wir mal. Ja, der bimmelt ganz gut gerade, ne? So, das heißt, wir machen hier den Halt davor noch hin, weil das ist der gleiche Halt und ändern in der Linie nochmal den Halt gleich. Und hier müssen wir sowieso nochmal rein, weil hier sollten wir vielleicht auch noch das ändern. Oh, da fehlt das G. Lüneburg. Und dann auch noch Burg. So, dann ist der schon mal richtig. Allerdings müssen wir jetzt die Halte ändern. Warte mal, da müssen wir hier auf einfügen. Na, wir können auch hinzufügen lassen. Machen das so, dass wir den hinzufügen, der jetzt hier unten steht. Dafür muss der obere kann definitiv ja weg. Das passt. Ob der unten oder oben steht, ist erstmal egal. Und dann müssten wir noch einmal hinzufügen unten. Und der geht jetzt nach oben. Nur aufpassen, dass wir den richtig schieben. Und ich glaube, dieser kann jetzt weg. Das war der, der auf der Seite ist. Und dann ist auf der Linie auf der Seite keiner mehr, sondern die sind beide Halte da. Ja, das sieht so aus, als ob es jetzt passt dann. Komplett richtig, würde ich sagen. Und dann kommen die sich auch nicht in der Quere momentan, ne? So, das heißt, dieser ist erledigt. Ja, und jetzt müssen wir die Linie nur einkürzen, ne? So,
So, der fährt gerade noch zur Burg. Wenn er bei der Burg weg ist, ändern wir den Fahrplan. Dann streichen wir hier Lüneburg-Burg, nämlich auf jeden Fall. Das wäre der da. So, da können wir hier hinten dann Lüneburg-Burg. So, der fährt weg, das heißt, der kann da raus. Dann kann Lüneburg einmal raus. Aber jetzt habe ich natürlich den falschen Lüneburger, glaube ich, wahrscheinlich gerade rausgelöscht. Aber jetzt ist auch egal, da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum. Wo fährt er denn jetzt hin dann? Freier Wegpunkt ist auch falsch. Aber er hat noch Lüneburg-Rathaus, kennt er noch, also fährt er da auch noch hin. Und fährt dann noch, ich glaube, da kommt jetzt noch einer angetuckert. Ah ne, der fährt schon geradeaus, das ist schon mal gut. Das würde bedeuten, wir können ganz schnell den Lüneburg-Rathaus hier noch rausnehmen. Nehmen jetzt hier noch den raus. So, Köln, Neubrandenburg, Gütersloh, Neubrandenburg. Dann fährt wieder Köln, das heißt, die Linie müsste jetzt richtig sein. Der fährt hier Lüneburg-Rathaus jetzt an, oder? Ja. Wir hatten da gerade noch einen, der da schon kam. Jetzt hier gerade noch schnell den Wegpunkt wieder weg. Ja, der müsste jetzt zurückfahren. Sieht gerade nach Chaos aus, weil der nicht fährt. Wartet auf freie Strecke. Das bedeutet, ich muss den gerade zumachen. Muss hier den Zug noch erreichen. Neubrandenburg Rathaus. Wieso wartet er auf freie Strecke? Ah, er fährt jetzt auch. Okay. Gut, sieht so aus, dass der schon mal auf jeden Fall funktioniert. Und der müsste jetzt der richtige sein. Ja, der ist auch gut. Und der fährt jetzt zurück, der dürfte jetzt in Gütersloh den zweiten Halt nehmen und müsste dann eigentlich passend weiterfahren. Der wartet dann noch da, ja, das sieht erstmal gut aus, oder? Ich glaube, das ist nicht verkehrt so, oder? Das ist auf jeden Fall eine gute Optimierung, ne? Wo steht der denn jetzt da? Das passt, okay. Gut, der kommt zuerst vor dem. Okay, alles prima. Hier 35 über Köln, 26 über Brandenburg. Das geht also alles in Norden. Bad Zwischenahn geht in Süden. Köln geht in Norden. Über zwei Brücken geht auch in Süden. Aber das ist ein eigener Zug. Neubrandenburg in Norden, zwei Brücken in Süden. Lüneburg ist die Südroute, die nach Westen geht, wenn man es so sehen will. Ja, sieht erstmal gut aus, denke ich. Okay, hier sind jetzt viele Umsteigedinge natürlich. Der nimmt aber auch wieder welche mit, dann passt das. Und der müsste tatsächlich jetzt gleich voll sein, oder? Ich gehe mal davon aus, dass der jetzt voll ist. Ja, und der nächste ist ja der, der da kommt. Der ist schon voll. Aber der hat über Gütersloh aus einige, die er rausschmeißen wird. Und dafür nimmt er dann neue mit, ne? 5 bleiben hier und 24, ja, 29, also die Hälfte ungefähr, ist vom Zug gleich leer. Und der nimmt welche mit und jetzt ist die Frage, wie wir bleiben stehen. Zwei Brücken, dazwischen an, ist alles anders. Zwei Brücken, Lüneburg, ja, okay, das betrifft also jetzt den anderen Zug. So, allerdings ist es jetzt so, dass wir dann überlegen müssen, ob so viele Züge da noch Sinn machen auf der oberen Strecke, beziehungsweise unten ist nur einer. Der wartete ziemlich lange ins Bad Zwischenahn, ne? Wo ist der denn jetzt? Hier hinten erstmal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was der hier so an Kapazitäten fährt. Mit zweien fährt er dahin, also das ist mal okay. Wir stehen hier 17, okay, das passt hier. Willig sogar, okay, der fährt auf der Insel oder aufs andere Land. Insel ist das ja eher nicht. Auf jeden Fall nimmt er die Fähre im Süden. Wieder stehen noch 5. Okay, das ist nicht gut, wenn die da noch stehen.
Die hätte er eigentlich alle mitnehmen müssen. Okay, dann ist das jetzt hier noch nicht geklärt. Die wartet noch auf den falschen Zug, der leider nicht mehr kommt. Der ist ja nicht voll hier. Ist doch der, ne? Ja. Okay, wir werden sehen, was hier passiert dann. Da könnte natürlich das gleiche Problem bestehen erstmal. Da müssen die sich umorientieren. Die 7. Ne, 5. Und hier müssen wir gucken, ne? Ob das hier das gleiche ist. Zwischen Ahn, Gütersloh, Neubrandenburg, Neubrandenburg, Gütersloh über Köln. Die müssten 33 müssen alle weg sein zum Schluss, wenn er da anhält. Zur Burg will ja keiner und das ist das einzigste Stück, wo es ist. Schauen wir mal, er kommt jetzt an. Lädt noch zu. Und ist nicht voll und er hat noch welche stehen lassen. Okay, das heißt, wir hatten welche auf dem anderen Zug. Auch hier das Problem bei der Umarbeitung der Linie. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Neubrandenburg, Neubrandenburg und über Köln. Mal gucken, ob sich das auf der Zeit verändert oder nicht. Wahrscheinlich werden die da warten, aber ja, die warten so lange eigentlich immer, bis der Zug kommt, ne? Was ist das für einer? Ist das der, der jetzt noch was mitnimmt? Weil der kommt doch jetzt von hier oben, ne? Ah, die warten auf den Zug noch. Der hat es noch nicht geschnallt, dass er eine neue Strecke hat. Kann das sein? Ah, der hat gar keine Strecke, sehe ich gerade. Der ist ja noch besser. Lüneburg Rathaus. Fahrplan. Er hat einen eigenen Fahrplan. Da ist was schief gelaufen. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, ist hier das Ideale, wenn wir nicht laden machen. Und dann müssen wir den mal umstellen, ne? Okay. Und dann stellen wir den definitiv auf diese Linie um. Auf die neue. Die andere müssen wir umbenennen, fällt mir gerade so ein. Aber wenn ich das jetzt... Nee, das sind Halter, ne? Ja. Haben die jetzt hier auch keinen Fahrplan? Doch, die müssen nur alle einen Fahrplan haben, die hier lang fahren, oder? Wo ist denn jetzt gerade einer da? Doch, die haben den Fahrplan. Aber da können wir Lüneburg mal gerade rausziehen, ne? Ach, sowieso ein Leerzeichen empfehlen, das geht ja gar nicht. So, die Linie haben wir umgestellt. Namentlich. Fahrplanmäßig passt es ja auch. Köln, Neubrandenburg, Gütersloh, Neubrandenburg passt. Okay, jetzt ist dann die Frage, das war der Zug, der da jetzt noch hinfährt. Aber nicht laden wäre jetzt eigentlich auch fatal, fällt mir gerade ein, ne? Weil die von der Burg und von Lüneburg, die müssen da erst noch weg. Wo ist er? Da ist er. Der fährt jetzt in Lüneburg ein. Dann heißt das, dass der hier die alle mitnehmen sollte, oder? Obwohl jetzt vielleicht noch nicht, weil er noch zur Burg fährt. Ist immer krass, dass da irgendwo einer ist, der dann keine Linie hat und man das gar nicht so mitkriegt, ne? Okay, das war jetzt noch nicht, weil, ne, bei der Burg die ja noch alle stehen. Das sollte dann erstmal klappen hier, oder? Das ist jetzt der Zug, ne? Komm, lass uns da verfolgen. Mach mal grad schneller. Nimmt er die alle mit? Ja, gut. Das heißt, die Linie ist dann erstmal erledigt. Hoffe ich. Und jetzt hier nimmt er auch alle mit. So, und dann kommt er hier auf Nichtladen. So, und die beiden müssten jetzt von der anderen Linie bedient werden. Er muss jetzt noch bis nach Gütersloh fahren. Wo hat er denn die ganzen Fahrgäste? Wahrscheinlich auch noch weiter, ne? Naja, bis nach Köln müssen wir jetzt. Okay, dem ist dann so. Gütersloh schmeißt er raus. 2, jetzt fährt er nach Neubrandenburg, schmeißt er raus. Müssen wir jetzt halt so hin. Und dann schmeißt er jetzt noch in Köln die letzten 16 raus. Und wenn er da ist, können wir die Linie umstellen gerade. Dann kriegt er nämlich wieder eine Linie. Und das war
Gütersloh, man könnte, nein, Gütersloh, zwei Brücken, Burghafen. Nee, auch nicht. Ich glaube, zwischen Ahren war das Gütersloh, Luxemburg, genau, Lüneburg. Gut ist das. Dann aber wieder laden. So, und dann sollte das passend sein, ne? Ich hoffe, da sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die in den Zug noch wollten, weil dann hätten wir jetzt ein Problem, ne? Gut. Da ist Linie, alles ist gut erstmal. So, was können wir zumachen, was können wir nicht zumachen? Wir haben hier Gütersloh Rathaus, da stehen einige an Leuten. Wo fährt er denn als erstes hin? Nach Bad Zwischenahn, okay. Würde jetzt nicht so einen Sinn machen, er könnte eigentlich erst Gütersloh anfahren, ne? So, weiterfahren bitte, weil dann nimmst du da erstmal die ersten Gäste auf, weil du als erstes vorbeikommst, ne? Mach ruhig auch mal gerade schneller. So, dann haben wir da unten auch zwei auf der Linie. Das ist schon mal gut, ne? Jetzt wartet auf den Gegenzug. Und jetzt fährt er in den Gütersloh ein und nimmt da hoffentlich Fahrgäste mit. Und wo ist Gütersloh? Hier. Lüneburg sind 15. Ja, sieht so aus, ne? Bad Zwischenahn sind 13. Okay, dann kann er auf jeden Fall welche einladen. Er muss den südlichen Bahnhof nehmen. Das passt dann auch. Das ist der Hauptbahnhof, das andere ist Gütersloh Nord. Passt dann auch. So, er hat auf jeden Fall welche eingeladen. Die nach Lüneburg wollen, sehr gut. Oder über Lüneburg wahrscheinlich, oder zur Burg steht sogar direkt dran, passt. So, die Linie ist jetzt abgefrühstückt sozusagen. Jetzt fahren wir mal nochmal schneller, weil ich würde jetzt noch gerne sehen, dass wir in Lüneburg und Lüneburg-Burg keine Fahrgäste stehen haben. Okay, da stehen noch welche zwei nach Gütersloh, ist klar. Die hat er alle mitgenommen. Und die nimmt er auch alle mit. Das heißt, diese beiden sind sauber am Laufen und sind leer, das ist auch gut. Und das war er, der das gemacht hat. Das ist auch gut. 26. So, er fährt nach Gütersloh. Jetzt ist der zweite Zug auf der Linie. Ist nicht der, sondern der. Der hatte gerade 13 Gäste und fährt da rein. Das ist okay. Jetzt lädt er da ganz viele auf. In den Gütersloh stehen jetzt noch, wie viele Leute? Lüneburg stehen, oh, noch 36 zu Burg. Ja, okay, die 36 zu Burg stehen jetzt hier nur. Lass mal schneller fahren. Der ist gerade gekommen und fährt jetzt noch zwei Brücken. 15 und 45 sind das. Und da sind es 11. Warte mal, der war jetzt bei der Burg, glaub, ne? Ja, dieser hier oben ist gar nicht der entscheidende, sondern ein anderer. 7 und 11 sind da jetzt drin. Lüneburg Rathaus fährt der da oben. Das heißt, der biegt jetzt da links ab, hat 26 Gäste und der da unten hat jetzt 53 Gäste und in Gütersloh steht jetzt keiner für Lüneburg oder Bad Zwischenahn. Das ist schon mal erstmal gut. So, der oben ist hier in Gütersloh angekommen und hat 3 Gäste für Bad Zwischenahn. Und der andere war jetzt schon in Dingens. Der war jetzt gerade bei der Burg. Hat 32, fährt jetzt nach Lüneburg. Und hat da 46. Das ist eine Zahl, mit der man leben kann, wenn es denn so ist. 26 sind da unten. Und 23 hat er jetzt aus Gütersloh mitgenommen nach Lüneburg. Jetzt sind es noch 12 zu Burg. Von der Burg sind es 23. In Lüneburg hat er jetzt 43. Das sieht doch erstmal gut aus. Ich denke, das werden noch schwarze Zahlen bleiben. Ich glaube, die beiden brauchen wir ja nicht mehr begucken. Das passt. Haben wir hingekriegt. So, und im Nordbereich haben wir jetzt hier einen Zug, der gerade in Gütersloh war und nur 3 mitgebracht hat, oder was? Der fährt jetzt nach Köln. Ach, die Passagiere. Aber er fährt nach Neubrandenburg erstmal. Das heißt, hier stehen wie viele nach Neubrandenburg und so? Stehen aber ein paar mehr. Ne, 2 Brücken ist unten, Bad Zwischenahn ist unten, 2 Brücken ist unten, Neubrandenburg 9. Okay, die können jetzt aber auch gerade erst abgeliefert sein,
weil da kam ja gerade ein Zug. Lass den nochmal noch gerade beobachten und wir fahren dann ein bisschen schneller. Jetzt fährt er nach Brandenburg. Hat da nochmal drei Gäste? Ne, hat nichts mitgenommen. Jetzt steht da hier, oh, hier steht jetzt ein Stau oder was? Okay. Da hat er jetzt 6, 7 Gäste. Das ist, vielleicht ist jetzt doch hier ein Zug zu viel. Weil die Strecke ist jetzt nicht mehr so lang. Obwohl, jetzt sind es 61 da drin. Ah. 21, ne? Ist die Frage, wir müssten jetzt mal gerade schauen. Ah, 23, ne, ich glaube, ein Blick auf die Linie wird uns jetzt sagen, wie viel in allen drei Zügen sind. Fahrzeugliste. Da sind überall welche drin. Und so wie es aussieht, auch nicht immer weniger. Lass mal gerade schneller nochmal laufen. Da oben sind jetzt welche ausgestiegen. Ah, der Kölner ist jetzt leer. Oder der aus Köln kommt. Dafür ist unten der voll. Der kommt jetzt aus. Fahrziel ist Gütersloh. Das weiß, der war in Neubrandenburg. Ich muss mal diesen Zug da in der Mitte beobachten. Ah, jetzt hat er ein paar Fahrgäste, aber nicht viele. Und fährt aus Gütersloh mit ein paar mehr wieder zurück. Okay. Ja, schauen wir mal, ne? Jetzt ist er wieder leer. Ich glaube, da ist einer zu wenig drauf, zu viel drauf auf der Strecke. Unten, der ist natürlich voll, aber wir haben zwei leere jetzt fahren. Warte mal, wenn der jetzt leer ist, ne? Dann würde ich den jetzt mal gerade sagen, du kriegst jetzt eine andere Linie. Und ich würde den tatsächlich jetzt von Köln nach Jena nach Königsbrunn schicken, weil ich glaube, da fährt ja nur einer, ne? Königsbrunn, welche Linie ist das? Köln, Jena, Königsbrunn da oben. Mach die mal. Und dann fahr weiter. Macht er auch und er fährt als erstes nach Köln. Das ist auch schon mal gut. Und ich weiß aber nicht, wie es hier ist, aber da stehen 42 Fahrgäste nach Königsbrunn. Ist vielleicht auf der Linie nicht verkehrt, weil da, ja, da kommt der andere jetzt gerade natürlich auch, ne? Aber wir stehen hier. Da stehen 11. Ah. Vielleicht war das eine Fehlentscheidung, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Da stehen 13. Aber das ist eine lange Strecke. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, da zwei drauf zu haben. Ne? Bei Brandenburg-Gütersloh, die sind stehen geblieben. War das der jetzt hier? Ja, das war unser neuer Zug. Linie angucken. Die beiden sind das jetzt. Hier unten, das ist schon erstmal richtig, denke ich. Lass mal gerade ein bisschen schneller laufen, damit wir sehen, da unten wird geladen. Da oben ist nämlich jetzt der zweite Zug leer, weil der, wir drauf gesetzt haben, natürlich vorausfährt. Er hat jetzt da oben aber einen an Jena noch eingeladen. Ah, Jena. Jetzt fährt der hier. Ah, doch, er hat dann auch wieder Fahrgäste gekriegt. Also hier unten sehe ich jetzt immer so ein bisschen halb voll. Das ist okay, würde ich sagen. Hier sieht man die Gesamtkapazität auf der Linie. Ah, das sieht nochmal gut aus hier. Hier sind wir auch bei der Hälfte, glaub, ne? Ich glaube, das wird schon. Sieht erstmal gut aus. Hier ist die Gesamtkapazität ziemlich voll. Hier sieht man ja die Prozentzahlen auch, ne? Kann man das aufklappen? Nein. 90% jetzt geladen. Hier sind es jetzt gerade nur 16, also ein bisschen schlechter. Dann wieder 30. Ich glaube, das können wir aber so lassen erstmal. Gut, dann sind wir da erstmal so weit vorangekommen. Königsbrunn warten 6, in Jena wartet niemand, weil wahrscheinlich gerade der Zug da war. Dafür wartet in Köln noch welche, die nach Jena wollen 20.
22, ach, 32 Uhr nach Königsbrunn. Okay, das ist ja fast schon zwei Züge. Ich glaube, das können wir diese Runde erstmal so lassen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Nächste Folge gucken wir dann Neubrandenburg, Achim etc., wie es da hochgeht. Ne? Bis dann. Ciao.